Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, zu Let's Play FIFA 2015 mit dem HSV. Und letztes Spiel haben wir ja gegen Bayern leider Gottes 1-0 verloren, haben es aber ganz knapp geschafft. Hätten wir vielleicht sogar noch schaffen können, das 1-1 oder das diverse 2-1 sogar. Aber naja, es ist nicht passiert, also hätte es auch nicht klappen können. Gut, heute sind wir zu Gast in Mönchengladbach und mal sehen, wie wir gegen die spielen, weil ich... Die haben jetzt das letzte Spiel gegen Köln 2-1 gewonnen, das habe ich ja gesagt gehabt. Und auf der Tabelle sind sie 9. Platz und wir sind 4. Heißt, zu so einem Saisonstart sind sie so nur so ja, Mittelmaß. Und wir sind schon über dem Mittelmaß, weil wir ja schon ja, in den Top 5 sind, was ziemlich gut ist. Weil wir müssen ja in die Euroleague, glaube ich. Und ja, wir spielen mit dem dritten Trikot und... Boah, das sieht cool aus. Das sieht geil aus. Dann spiele ich mit dem Heimtrikot und die spielen mit dem... Boah, ich weiß gar nicht. Diese drei Trikots sehen eigentlich alle ziemlich cool aus, außer das Postbankzeichen. Die dürfen mit dem grünen Trikot spielen. Jo, unsere Aufstellung hat sich nicht weiter verändert, außer... Ich muss gerade überlegen. Doch, wir werden sie verändern. Wir spielen so, wie wir gegen Bayern in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Jansen auf LM und Draxler auf ZOM. Damit wir einen stärkeren Angriff haben und diesmal hoffentlich früh genug treffen. Ich gucke gerade noch kurz, wo kann er noch spielen? ZM kann er noch rein theoretisch spielen. Aber er soll erstmal von der Wertung etwas höher sein, weil ja, Jansen hat so meiner Meinung nach eine bessere Spielerfahrung als Holtby. Und ja, bis jetzt habe ich auch nicht so wirklich gut mit Holtby gespielt, muss ich mir ehrlich sagen. So, dann geht's jetzt erstmal in ein Skillspiel. Elfmeterschießen, Elfmeter Gold. Einmal den hier und dann muss man die Ziele treffen. Genau, genau so nämlich nicht. So. Ihr könnt mir gerne Bescheid sagen, falls ihr das überhaupt sehen wollt hier mit den Skillspielen. Weil ich kann diese auch eigentlich komplett überspringen. Aber hier hätte man vielleicht noch eine kleine Chance zu reden. Und ja. Den habe ich komplett versemmelt. Egal, überspringen wir das. Und lassen jetzt die Kommentatoren. Herzlich willkommen im Stadion. Die beiden Kommentatoren, Manny Breukmann und Frank Buschmann. Fritz Walter ist tot, aber sein Wetter lebt. Unfassbar, es schüttet wie aus Eimern hier. Es ist wirklich unglaublich und ich bin mir relativ sicher, das hat Auswirkungen aufs Spiel. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Borussia Mönchengladbach gegen den HSV. Es gab eine Menge Querelen im Vereinsvorstand, deswegen hatte es das Team in den letzten Jahren schwer, konstant zu spielen und dem Erwartungsdruck standzuhalten. Ja, das ist leider wahr und dazu kommen noch extrem häufige Trainerwechsel, keine konstante Linie. Ich glaube damit wurde Gladbach gemeint. Ja. Weil sie sind ja teilweise anfangs, waren sie ja richtig gut und dann zur zweiten... Hälfte der Bundesliga, also wenn man das so aussprechen kann, sind sie ja meistens immer abgekackt. Und ich sehe auch gerade, die haben Kramer sogar noch. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube Kramer war doch noch bei hier Leverkusen. Oder ist er jetzt wirklich tatsächlich noch gewechselt? Das weiß ich nicht. Das könnten wir nochmal nachgucken. Gut, unsere Aufstellung halt immer noch wie die gleiche. Wo wir halt zweite Halbzeit gegen Bayern gespielt haben, meiner Meinung nach eine ziemlich gute Aufstellung. Und ja, da wollen wir mal sehen, wie wir gegen Gladbach absteigen und abschneiden. Nicht absteigen. Absteigen können wir ja nicht gegen die. Mal gucken, wie wir gegen die abschneiden und, die und ja. Übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Ja, was ein Wortspiel. Es ist am Regnen und er heißt Wasserschneider. Aber gut. Ich hoffe, es wird eine entspannende Partie und hoffentlich auch eine, die wir entscheiden können. Und ich hoffe mal, dass jetzt auf Profi noch steht. Sonst wäre das äußerst scheiße. Atmosphäre hier im Stadion. Die Fans freuen so. Sich auf diese Begegnung. Erstmal Ball verteilen, das ist hier also auch erstmal alles hier, damit die Spieler auch sich erstmal verteilen, weil das ist, es gibt nichts Schlimmeres, wenn alle Spieler miteinander verknobelt sind. Das war ein Freistoß.
Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Hatten wir überhaupt noch einen anderen Freistoßschützen? Der Schiri lässt das Spiel nicht an der langen Leine. Er zeigt sofort gelb und er gibt sofort die Richtung vor. Janschke, gelb, dritte Minute. Nice. Der Schiedsrichter ist nicht schlecht. Aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekt. Ja, aber ganz ehrlich, das war direktes Foul. Dieses Einsteigen, diese die Grätsche kam erst nachdem der Ball weg war. Also, ich weiß nicht. Mal gucken, haben wir überhaupt noch Freistoßschützen? Freistoßpräzision. Und wir haben keinen mehr. Höchstens Draxler, aber der hat noch nie getroffen, glaube ich. Per Freistoß. Oh, Scheiße. Ja, das gab es doch mal getan. Der Ruhe, die ihn auszeichnet. Der Schuss Komm, das war knapp. Besser war eigentlich nur noch die Parade, wenn man sich das hier genauer anschaut. Das war aber richtig knapp. Und da kann der Torhüter wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Ein bisschen höher und er wäre schon drin, glaube ich. Da hätte es echt schon 1-0 nach einem Freistoß gestanden. Na, Kolasinac. Lass das mal andere Spieler machen. Aber immerhin... Der Versuch war es wert. Ja. Mal gucken. Das sieht ja schon ziemlich gut aus. Wir sind momentan mehr am Drücker. Gladbach halt noch ziemlich schwach, weil mit der Foul hätte schon 1-0 stehen können, meiner Meinung nach. Also es war auch ziemlich knapp. Hätten sie Sommer, glaube ich, nicht drin, wäre der auch reingegangen. Ja. Super Parade von Sommer. Bei Gladbach spielt er hier auch dieser Youngster auf der rechten Verteidigung. Ich weiß nicht, ob es ein Youngster ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es ein großes Talent. Und der soll ja sehr wahrscheinlich sogar für die Nationalmannschaft nominiert werden. Die Hamburger vom Hamburger mal sehen, wie das wird, weil wir brauchen ja unbedingt einen neuen Rechtsverteidiger, weil er Lahm aufgehört hat. Und dafür brauchen wir unbedingt Ersatz. Und versuchen, Philipp Lahm zu ersetzen. Das ist besonders schwer eigentlich. Zudem interessiert es mich ja, wer der neue Kapitän wird, aber ich denke mal, das wird Schweinsteiger. Aber der ja mittlerweile auch ein stolzes Alter bei sich hat, denke ich mal, dass der nicht lange Kapitän wird oder bleibt. Und würde mich interessieren, wer da jetzt wirklich Kapitän wird. Und da ist es 1-0. Scheiße. Da kommt Gladbach einmal vors Tor und dann schaffen sie es direkt. Das ist doch scheiße. In die Ecke, da gibt es keine Steigerung mehr. Alter, das war schwach. Das Tor aus anderer Kameraperspektive. Aber gut, der war komplett behindert von meinem Spieler. Westermann, du Idiot. So ein Idiot, aber mein Gott. Traurig. Das müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Das schaffen wir. Wir haben Giro, wir haben den anderen Neuen da, wovon ich den Namen immer noch nicht richtig aussprechen kann. Und wir haben Draxler, der eben fast ein Freistoßtor gemacht hat. Ja, leck mich. Und der Ball prallt vor ihm ab und landet ihm auf. Wo ist der Kampfgeist denn? Und schon wieder Eckball. Der Spieler lässt sich ja mega heftig ausspielen. André Hahn. Die Möglichkeit. Away. Boah, mein Gott. Niemals, also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Jetzt hoch. Berami ist verletzt. Scheiße. Kann man ja Dingens einwechseln. Giroud. Wenn er jetzt noch weiter verletzt ist, dann werden wir den definitiv auswechseln. Und dafür kannst du knicken. Solche Schüsse kannst du mittlerweile bei FIFA 15 knicken. Bei FIFA 13 wäre es ein Versuch wert, aber hier, nein, ich weiß ja nicht. Und ich glaube, ich werde ihn jetzt echt auswechseln. Bah, das tut mir schon in der Seele weh, jemanden in der 25. Minute auszuwechseln. Ja, das ist scheiße. Aber gut. Jetzt wird es brenzlig. Wenn er verletzt ist, da kann er nichts für. Und das war's mit dem Spiel, glaube ich. Adler am besten auch mit auswechseln, habe ich gehört. Und ja, da kriegen wir mal richtig die dicke, fette Packung, die ich eigentlich gegen Bayern gedacht hätte. Aber naja. Man sollte Gladbach okay, nicht unterschätzen. Gerne noch mal aus einer anderen Perspektive. Alter, scheiße. Und das war der Kruse. Und wir wechseln jetzt aus. Und zwar Berami gegen Holtby und
Giroud. Mal gucken, wie der jetzt noch in der Halbzeit ist. Sonst wechseln wir den dann gegen Lasogga aus. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mag ihn nicht, aber er ist mittlerweile insgesamt 79 und könnte eventuell des Weiteren vielleicht ein Tor schießen. Man kann ja nie wissen. Oder vielleicht auf den Dreiersturm wechseln. Ja, weil Abwehr kannst du ja sowieso knicken gerade. Von daher... Da müssen wir ja schon Glück haben, wenn wir das jetzt noch drehen können. Achtung, jetzt! Abgefälschter Ball und im Aus. Ja, der Ball war im Tor aus. Boah, scheiße, ey. Ecke, Alter. Und jetzt müssen wir stark stehen und hoffentlich auch kein kassieren, weil das... Boah, nee, das kann echt nicht angehen. Gladbach gerade sehr stark am Drücker. Und ich hoffe mal nicht, dass das ein 3-0 wird. Nimm doch einfach den Ball weg, verdammte Hacke. Gute Übersicht. Im richtigen Moment. Kann doch nicht angehen. Wie steht Hamburg? So, Giroud runter zu Draxler. Sehr schön zu Jansen. Kannst du den Namen mal sagen, damit ich weiß, wie man den richtig ausspricht? Danke. Nein. Souverän gelöst. Ja, geil. Solche Pässe werde ich nicht mehr machen. Andrea. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt. Scheiße. Und sich gleich den Ball zurückerobert. Alter, was geht hier ab, ey? Mir kommt das hier so vor, als würde Gladbach einfach mal übertrieben abgehen. Ja, das tun sie auch gerade, weil meine Spieler sind ja jetzt ein bisschen angeschlagen und haben keinen Bock mehr, weil sie jetzt zwei Dinger kassiert haben, aber da müssen sie durch. Ich sehe das jetzt nicht ein, zu null hier abserviert zu werden. Und scheinbar kommt es danach hinaus, dass wir zur Halbzeit 2-0 hinten liegen. Der Verteidiger ist auf dem Posten. Aber gut, wir versuchen es noch weiter. Sonst wechsle ich echt Adler zur Halbzeit aus. Kruse. Da habe ich kein Problem mit. Da werde ich Dropny einsetzen. Keine Ahnung, wie der spielt. Und schon wieder ist der Ball. War nie der Fan von Dropny, weil ich eher Adler mag. Und deswegen weiß ich nicht, ob er es besser machen wird. Na komm. Kann doch nicht angehen. Hallo. Schöne Attacke. Erster Preis, der Ball. Ja, geil. Weißt du, hatte man den Ball und dann wird er direkt weggenommen. Schon immer ein Scheiße. Ergebnis, aber es sieht komfortabel aus. 2-0 ey, für die Gegner, ey. Und dann ist das auch noch Gladbach statt Bayern, Dortmund oder so. Oh mein Gott, ey. Ja, und die reden vor allem auch darüber, wie das passieren kann. Und es wird sehr viel über den schlechten Platz, über den Untergrund, über eine Wasserschlacht geredet. Geil, und dann haben wir nicht mal... Oh, Mist. Na gut, dann können wir nicht mal Dingens einsetzen. Aber ich werde jetzt definitiv Lasogga einsetzen. Erstmal, wo kann ich denn die Aufstellung ändern? Weil das geht scheinbar nämlich nicht. Ah, doch, hier oben. 4-4-2, bla bla. Da, 4-3-3. 4-3-3. So, und dann hätten wir nämlich Giroud, Draxler da, Jansen gegen Beister und Beister gegen Lasogga und Lasogga in der Mitte und die beiden auf den Flügeln, genau. Mal gucken, ob das klappt. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Die Viererkette ist noch da. Jetzt haben wir halt nur einen von der Abwehr, vom Mittelfeld mitgenommen. Naja. Ob das klappen wird? Ich meine, wir haben mit allen drei Stürmer draußen. Vielleicht macht es Lasogga und dann werde ich ihn mal spielen lassen für Giroud, weil er hat jetzt das letzte Spiel auch nicht getroffen. Oder ich lasse den Neuzugang mal auf der Bank. Okay. Johnson. Na, toll. Eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Ey, Mist, ey, so ein... Ey, das kann doch echt nicht angehen. Janschke führt aus.
Jonsson. Oh, lass sogar kommen. Das sieht gut aus. Und jetzt hat, der könnte passen. Ja, da macht der Drecksack das auch noch. Geil. 2-1. Lasogga. Der Spieler, der keine Chance mehr kriegt und dann macht er auch noch das Teil rein. Na, ich glaube, er wird das nächste Mal aufgestellt. Ich meine, er hat ja schließlich nicht gespielt, weil er im Auftakt im ersten Spiel halt richtig scheiße gespielt hat. Und ja. Ja, weil der Torhüter bisher ja überragende Leistung hat. Oh, da stand Sommer nämlich auch schlecht. Und der war auch unhaltbar. Gut, jetzt könnte das ein bisschen gut für unsere Spieler ausgehen, weil eventuell haben sie wieder Lust und sehen ja die Sonne sozusagen am Horizont dieses Spieles. Und vielleicht schaffen wir das Spiel echt noch gedreht. Weil ich meine, wir haben starkes Sturm, Giroud, den einen Typen da und Lasogga jetzt auch. Und ich sehe da eigentlich kein Problem drin, warum man das nicht drehen könnte, wenn wir jetzt nicht ein 3-1 reinkriegen. Weil dann ist Ende. Er attackiert ihn, er will den Ball. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Nimm doch mal den Ball weg, mein Gott. Nein! Alter, da macht der kleine... Ja, wenn es 2-1 geht... Da kannst du als Keeper. Was ist mit der Abwehr los? Da musst du spekulieren. Was ist mit der Abwehr los? Ganz souverän gelöst. Das ist doch abartig, ey. Vor allem, wie steht Adler da? Ey, das darf doch echt nicht angehen, ey. Ey, da macht der Kramer das Teil und wird dann ausgewechselt gegen Hazard. Ja, komm, ey. Tom Hazard macht bestimmt dann auch noch eins. Genau, komm. Er läuft und läuft, der Ball immer am Fuß, aber irgendwann muss er doch abspielen. Kruse. Alter, das kann doch echt nicht angehen. Ja, der Pass. Könnt ihr mal anständig hinten stehen? Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Mein Gott, ey, das kann doch echt nicht angehen. Da macht Lasogga das Teil, ne? Hab gedacht, komm, ja, klappt es vielleicht, aber dann kriegen wir das dritte Teil rein, ey, das kann doch echt nicht angehen, ey. Was ist los? Komm, Lasogga. Ach, das ist zu weit. Ja, nicht nur auf der Linie rumhampeln und rumspringen, auch mal rauslaufen und sich den Ball holen. Ja, das ist der moderne Fußball. Das ist genau das, was der Trainer versuchen. Vom guten Keeper verlangt. Mitspielen und damit gleich den Konter einleiten. Das Spiel ist beendet, um ehrlich zu sein. Dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen. Kolasinac. Wir brauchen dringend Abwehrspieler zur Winterpause. Das müsst ihr mir in den Kommentaren schreiben, bevor ich das vergesse. Ja, komm, Lasogga. Der Einzige, der gerade will, ist Lasogga. Das kommt mir gerade so vor, ey. Oh, kämpfen, mein Gott. Ey, wie kampflos der den Ball da gelassen hat. Jetzt kommt Draxler. Auch nix. Was soll das zur Hölle? Komplett verkackt. Das Spiel komplett verkackt. Kruse. Da wird der Ball abgefälscht und geht doch. Ey, das hätte gerade echt nicht sein müssen. Was soll diese Scheiße da unten, verdammt Dake? Es wird ausgewechselt. Patrick Herrmann gegen André Hartel. Genau. Kommt der Herrmann noch rein? Ich hab gedacht, der stand schon auf dem Feld, aber naja. Kriegen wir halt noch einen auf den Sack. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Da hat nicht viel gefehlt. Ich fange gleich an, mit, die Augen zu verbinden, Adler in Sturm zu setzen und dann haben wir das Gleiche, weil Adler hält gerade einfach nur richtig scheiße. Weil das Ding von Kramer hätte echt nicht sein müssen, ganz ehrlich. Das 3-1, bitte, hallo? Kruse. Kriegen wir bestimmt richtig Anschiss vom Vorstand, was das hier soll für eine Scheiße. Weil... Wie man schon weiß, es liegt ja an den Trainern, nicht an den Spielern. Genau. Fehlpass zu Fehlpass Kruse. Zu Fehlpass. Keiner will mehr kämpfen. Kennt man ja wohl, ja? Lasogga. So, lauf Lasogga. Ich mach gleich dicht. Noch 10 Minuten. Ich bin froh, dass es noch 10 Minuten geht, weil das Spiel ist echt scheiße. Das ist richtig beschissen. Marcel Jansen.
Ja, genau. Holtby, ey. Mein Gott, warum stelle ich dich noch auf? Zeit für die Frage, gegen wen geht es als nächstes, Busch? Gegen Frankfurt. Der nächste Kontrahent des HSV heißt Eintracht Frankfurt. Heute haben sie über... Jetzt schießt er und... Den hat komm, war ein guter Versuch, aber Sommer steht. Eckball, können die da was draus machen? Hätte aber auch in die Hose gehen können für den Torhüter. Komm, Draxler, leg rein. Ja genau, zu hoch vor allem, zu weit. Und wir haben einen Einwurf. Oh mein Gott, ey. Marcel Janssen. So, Alter, das kann doch echt nicht angehen. Was für ein Scheißpass war das denn gerade, bitte? Mann, lauft ihm noch mal hinterher und nimmt euch den Ball, verdammte Hacke, ey! Ja, genau, gelbe Karte. Nee, kriegst du doch nicht. Westermann, ey. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Spaten. Keine andere Option für den Referee. Boah, bei so einem Spiel kriegst du einfach nur die mentale Kotze, wenn man sowas sieht. Ganz ehrlich, ey. Wo ist mein Team? Wo ist mein Team, was gegen, was die ersten Spiele so super gespielt hat, gegen Bayern ein 1-0-0 gemacht hat? Was ist das für eine Scheiße? Boah, was stellt der Bach mit mir an? Ja, genau. Komm. Eine souveräne Leistung des am besten können wir das direkt abbrechen hier. Das kann doch nicht angehen. Boah, kriege ich die Kotze gerade, ey. Giroud. Geht er rein? Nein, er geht nicht rein. Alter, und er geht doch noch rein. 3-2. Ein unverdientes 3-2. Aber gut. Wer hat's gemacht? Sie sind nur ein Tor hinten. Holtby. Nee, das wird nochmal eine kleine Kiste. Aber gut. 3-2. Ist jetzt nicht so schlimm wie 3-1, aber naja. Und das Spiel ist zu Ende. Ich schäme mich zutiefst, sowas hochzuladen, aber naja, muss sein. Und ja, der Anschlusstreffer von Holtby hat mich ein bisschen... Tolle Spiele gesehen bei furchtbarem Wetter und heute war es genauso. Ja, das war mit das Beste, was ich in dieser Saison bisher gesehen habe und das auf diesem Boden bei diesem, Entschuldigung, Sauwetter, sensationell. Das Spiel war scheiße, es war einstimmig. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann, ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand, und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal. Lasogga, mein persönlicher Spieler des Tages. Geil. Der Spieler, den ich nie einsetze, wird einfach mal eingewechselt und Spieler des Tages. Aus meiner Sicht. Oh, was ist denn hier gerade los? Das Kabel ist irgendwie an dem Boxenkabel dran. Wer ist denn verletzt? Und unser Berami ist für 5 Tage verletzt. Er hat irgendwas. Ich habe jetzt auch keine Lust vorzulesen. Keine Lust zu lesen. Ja, wen von denen werde ich jetzt erstmal beurlauben? Holtby wird auf jeden Fall spielen. Er hat immerhin das Tor geschossen. Das wäre jetzt unfair gegenüber, dass er nicht spielen darf. Wir werden aber Folgendes tun. Ja, okay, hier haben wir noch einen guten Spieler. Wo haben wir denn den Kollegen? Lol, wo ist der? What the fuck? War das nicht so, dass wir den verkauft hatten? Scheiße. Fuck. Lol, aber Adler, seine Dingens geht richtig hoch hier wahrscheinlich. Lasogga geht auch hoch. Wir werden ihn gegen unseren Spieler austauschen und dann werden wir auf den alten Sturm spielen. Lasogga, Giroud und Draxler, ZOM, Janssen, LM, Holtby, den werden wir auch nicht spielen lassen. Wir lassen den gegen Kolasinac spielen. Dann haben wir noch... Boah, wir haben keine Abwehrspieler, ey. Das ist doch echt abartig, ey. Janssen, du bist LV, ne? Janssen, LV. LV. Kann der Kollege IV spielen? Nein, kannst du nicht. Oh mein Gott.
IV und LV. Nein. Gut, das wird dann mal meine Aufstellung sein. Lasogga auf jeden Fall. Gut, dann hoffen wir mal auf keine dicke, fette Packung in die Fresse, sondern die Gegner kriegen dann eine rein, weil wir sind jetzt Siebter und Gladbach immer noch hinter uns, immerhin. Ja. Na. Gut, unsere Bilanz ist dann eine Tordifferenz von 2. 5 Spiele, 3 Siege, 2 Niederlagen, 7 Tore, 5 Gegentore, 2 Tordifferenz und 9 Punkte. Jo, jetzt stehen wir auf jeden Fall nicht mehr im Ziel, was wir erreichen müssen, aber ja. Warte mal, gucken wir nochmal ganz kurz. Nein. Da, meine Karriere. Nein, das ist der falsche gewesen. Ziele. Wir sind gerade noch so drinne. Prognose. 6. Platz müssen wir auf jeden Fall erreichen. Heißt, wir müssen das nächste Spiel eventuell mal gewinnen. Oh mein Gott, ey. Also 6. Platz wäre das Minimum, was wir erreichen sollten. Achtelfinale haben wir erreicht, weil ich sag's euch jetzt schon, ich werde euch nicht spoilern, aber wir kriegen dickfett auf die Fresse in der nächsten Runde. Aber gut, das war's jetzt erstmal mit FIFA 2015. Ich habe mich eigentlich recht geschämt für dieses Spiel, aber das Ergebnis war dann doch recht für sich und eigentlich relativ in Ordnung mit dem 3-2. Ich meine, Niederlage ist Niederlage. Ich habe gesagt, es passiert, es ist Fußball. Jeder verliert mal. Gut, bis zum nächsten Mal bei FIFA 2015. Wenn es euch gefallen hat, bewertet diese Folge doch trotzdem, wie ihr es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein!